Hallo meine Lieben und ganz recht herzlich willkommen zu Janinas strahlenden Momenten im Advent. Ihr Lieben, heute ist schon Türchen Nummer 21. Das heißt, wir müssen noch viermal schlafen. Stimmt das? 20., 21., 23., 22., 23. noch viermal schlafen und dann ist schon Heiligabend. Ja, was soll man sagen, ne? Ich finde immer, ab dem 1. Dezember geht es wahnsinnig schnell. Aber das ist nicht der Grund für die heutige Folge hier, denn heute soll es definitiv nochmal eine Bastelanleitung geben. Der ein oder andere von euch ist wahrscheinlich in den letzten Tagen schon mal über das Thema gestolpert. Aber was sich hier in dieser Box verbirgt, das lüfte ich gleich nach dem Intro. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich! Da bin ich wieder. Genau. Hier in dieser Box, das ist das, was wir heute basteln werden. Und ich mache das mal kurz auf. Also hier musste jetzt so ein Bändchen drumherum. Ihr seht das schon, der Deckel springt auf. Da habe ich ein bisschen sehr knapp gemessen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass sich hier drin etwas verbirgt, was man als Last-Minute-Geschenk nehmen kann. Nämlich eine solche süße bestempelte Kerze. Und ja, ich nehme mal an, ihr möchtet wissen, wie das funktioniert. Wie gesagt, vielleicht ist der ein oder andere von euch auch schon mal über eine ähnliche Anleitung gestolpert. Das ist jetzt nichts Neues, da wird das Rad nicht neu erfunden. Und ich habe sowas zum Beispiel auch schon zu Ostern verschenkt, dann eben mit einem Osterhasen. Das kann man auch sehr, sehr gut machen. Das heißt, ihr habt auch hier wieder die Möglichkeit, das nicht nur an Weihnachten zu nutzen, sondern für jede Festivität, die ansteht. Genau. Aber wir wollen basteln. Und zwar würde ich sagen, fangen wir der Einfachheit halber zunächst einmal mit dieser Kerze hier an. Und zwar brauchen wir für die Kerze selber, man glaubt es kaum, eine Kerze. Und die packe ich mir mal gerade aus. Die hat jetzt hier die Maße von 10 mal 5 cm. So, gucken, kriege ich sie jetzt schon runter? Jawohl. So, das Plastik müsst ihr einmal komplett entfernen. Hier haben wir den Docht. Und ich habe mir überlegt, das soll auch wieder im winterlichen Design sein. Also hier habe ich ja bei der Box auch mit Schneeflocken gearbeitet. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Denn auf die Kerze soll wie auch hier dieser Schneemann. Und damit wir uns den aufstempeln können, habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze entweder Seidenpapier. Wenn ihr aber Seidenpapier nicht zur Verfügung habt, dann ist auch so ein Papier hier vollkommen ausreichend. Und dieses Papier habe ich beispielsweise immer dazwischen, wenn ich so Transparentfolie, also so Windradfolie, Acetatfolie, Windradfolie, wie auch immer. Das bekommt ihr bei dem großen Online-Riesen A, ja. Und wenn das geliefert wird, so ist das bei mir hier, dann ist hier so ein ganz hauchdünnes Papierchen. Und dieses hauchdünne Papierchen, na, das nutzen wir jetzt zum Aufstempeln von dem Schneemann. Ich habe mir hier den Schneemann auch schon aufgezogen. Achtung, damit das Ganze nicht verläuft, braucht ihr in dem Falle die Stazon-Tinte. So. Die ist ja nicht wasserlöslich, das heißt, damit geht ihr auf Nummer sicher. Hoppalalala. Und einmal Tinte aufbringen, einmal abstempeln. Na, der ist nicht so schön geworden. Ich habe hier vorhin mein Stempelkissen noch mal aufgefüllt.
ich habe es kurz drauf gelassen. Also dadurch, dass ich weiß, dass ich dieses Papier dann eben auch benötige für Kerzen, sammle ich mir die. Und dementsprechend habe ich davon jede Menge. Das heißt, ich kann hier noch ein bisschen experimentieren und rumasen. Für euch ist das vielleicht nicht so günstig. Das sieht schon besser aus hier. Jawohl, genau. Den Stempelabdruck, den nehme ich gleich. Allerdings muss man ja bei dieser Stesson-Tinte ein bisschen schneller sein. Das heißt, ich nehme hier auch den Spezialreiniger. Schrubbel da einmal drüber und schrubsel dann noch mal hier in dem Stempelreiniger. Hier zu viel von der Pampe. Gut, das lasse ich jetzt mal trocknen. Also ihr seht das hier. Hier ist jetzt auch noch nicht alles komplett weg, aber es ist schon mal ein Großteil verschwunden. Und ganz im Ernst, diesen Stempel werde ich wohl auch noch mal das ein oder andere Mal nutzen. Na. Ihr könntet nämlich zum Beispiel, das fällt mir gerade so ein, weil wir ja bei einem winterlichen Design sind, ne? Ihr könntet beispielsweise auch so einen Schneemann mit einem Namen aufstempeln und dann eben das Ganze zum Geburtstag verschenken. Das ginge natürlich auch. So, ich hole mir jetzt hier aus dem Stempelset Frostige Grüße allerdings auch noch mal den kleinen Spruch, beziehungsweise den habe ich schon. Michelle süßte mich. So, hier habe ich diesen kleinen Spruch. Den möchte ich mir auch noch aufbringen. So. Und dann braucht ihr gleich ein Stück Schmierpapier. Ja, den kann man so lassen. Ein Stück als Schmierpapier, denn wir werden das Ganze gleich natürlich auch noch mal kolorieren. Und gerade beim Kolorieren nehmen wir wieder die Alkoholmarker und die drücken durch. Ihr kennt das ja inzwischen schon. So, ja, den hier haben wir noch besser sauber bekommen, wie den Schneemann selber. Aber das ist nicht wild. Genau. Um den Schneemann jetzt hier kolorieren zu können, habe ich mir hier zurechtgelegt Bermuda Blau in Dunkel. Dann für unterhalb des Schneemanns ein bisschen Schneematsch zu generieren. Ihr habt das jetzt auch schon die letzten Male bei mir gesehen, wenn ich mit diesen Schneemännern gearbeitet habe. Hier habe ich die dunkle Minzmakrone und für den Boden hier habe ich dieses dunkle Granit. Und ich habe hier auch noch mal ein Orange für die Nase. Und die Nase, damit fange ich jetzt einmal an hier. So. Dann kann Orange schon mal weg. Und dann mache ich hier noch mal so ein bisschen was an Schneematsch-Simulation hier drunter. Wuppala. Und dann sind wir auch schon bei der Mütze selber. Dann nehme ich jetzt hier diese schmalen Streifen der Mütze in dem dunklen Bermuda-Blau und bei dem Schal genau dasselbe. So. Und jetzt nehmen wir die Mütze und da kommt dann die Minzmakrone. Das ist jetzt nur, damit sich das ein bisschen abhebt. Nicht erschrecken. Diese Stesson-Tinte ist nicht alkoholfest. Ja, das heißt, das kann sein, dass ihr da auch ein
ein bisschen schwarze Schlieren drin habt. Also ihr seht das hier wahrscheinlich auch, wenn ich den hier gerade so auspinsel. Hier, da ist schon ein kleines bisschen schwarz mit drin, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Das geht auch wieder weg. So. Genau. Und jetzt gehen wir hin und schneiden uns hier einfach ein bisschen von diesem hauchdünnen Papierchen weg. Also ich finde sowas immer ganz praktisch, wenn man das vorher weiß, weil dann kann man es wirklich sammeln, ne? Also wie gesagt, ich habe hier alles, was dazwischen war, habe ich, seitdem ich verstanden habe, wofür ich dieses Papier nutzen kann, dann eben auch gesammelt. Und das ist schon eine ganze Ecke. Hatte mir zwar auch Seidenpapier gekauft, aber witzigerweise, das brauchte ich noch nicht anfangen, weil ich auf dieses Papier hier zurückgegriffen habe. Also wenn ihr sowas habt, nicht entsorgen, sondern ein kleines bisschen zurücklegen. Das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig dick oder so schwer wie der Farbkarton. Das kann man super schön auch ein bisschen lagern. Mein Mann kriegt zwar auch immer einen Koller, wenn er dann sieht, was ich alles so sammel. Ich sage, nein, nein, das kann man noch nutzen. Aber ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch, oder? Was bastelt ihr denn oder was sammelt ihr denn so zum weiteren Basteln? Das würde mich mal interessieren. Das dürft ihr mir auch auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare mit reinschreiben. Und wir kümmern uns jetzt weiterhin um die Kerze. Und um die Kerze jetzt mit diesen Papierchen hier zu verschmelzen. Huch, wo habe ich denn jetzt hier? Hier ist sie. Habe ich mir hier ein Stückchen Backpapier abgeschnitten. Dieses Backpapier wickele ich mir gleich um die Kerze, nachdem ich das Ganze hier einmal so weit angedrückt habe und weiß, wo ich es platzieren will. Und dann lege ich mir das stramm, wirklich stramm, einmal um die Kerze drumherum. So. Und dann kann ich die nämlich jetzt hier an den Seiten festhalten. Das Papier wird jetzt auch festgehalten. Und jetzt kommt, hoppala, die böse Höllenmaschine ins Spiel. Hier dieser Heißluftföhn. Es wird noch mal einen kleinen Augenblick laut, lässt sich aber nicht vermeiden. Ja, also nicht, dass ihr euch erschreckt. Ich föhne das Ganze hier mal an und dann zeige ich euch oder beziehungsweise achtet mal darauf, wenn ich das hier anföhne, dann wird das gleich noch mal ein bisschen farbiger. Das sieht dann so aus, als würde das mehr an Stärke gewinnen, ähnlich dem Embossen. Achtet einfach mal drauf. Ich finde das nämlich wirklich interessant und wirklich schön. So, es geht los. So, und jetzt könnt ihr das langsam und vorsichtig abziehen. Und so sieht das im Augenblick aus. Ich sehe jetzt hier, dass hier an den Seiten, dass sich das noch nicht ganz miteinander verbunden hat. Das heißt, da gehe ich gleich, wenn ich ohnehin noch mal das Backpapier drumherum gelegt habe, einfach noch mal rüber. Aber das habe ich gemeint, ne, dass man das dann auf einmal besser sieht. Und die Umrisse von diesem Papier hier, die sieht man kaum noch. Das finde ich echt eine richtig tolle Sache.
Und ich würde jetzt hier auf die Rückseite, ich mal gucken, dass ich das hier relativ mittig habe, möchte ich noch die frostigen Grüße mit aufbringen. Und auch hier gehe ich einmal drumherum. Und ihr seht, dann fängt sich hier nämlich so der Wachs, der dann überschüssig ist. So, das heißt, ich mache das jetzt hier mit den frostigen Grüßen auch nochmal und gehe auch hier vorne nochmal rüber. Ich schlage euch hier die ganze Zeit, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem genug sehen. So, jetzt sollte, wenn ich jetzt nicht totalen Mist gebaut habe, alles schön eng anliegen. So, jetzt haben wir hier unseren Gruß, hier vorne unseren Schneemann und hier ist tatsächlich noch eine winzige. Hier schaut mal, da ist es noch ein bisschen, wo es absteht und hier auch. Das heißt, ich gehe noch mal drüber. Aber hier hinten ist soweit alles schick. Ja, hier hinten ist soweit alles schick. Das heißt, ich wickel mir das Ganze noch einmal darum. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ich habe mir nämlich gedacht, haha, ich halte das einfach so. Also ich muss mich jetzt hier auf diese Linie konzentrieren. Es wird noch mal laut, Leute. So. Und jetzt haben wir es. Hier unten diesen kleinen Punkt da, den ignoriere ich jetzt einfach mal. Ansonsten ist es alles echt schön. So. Gehe jetzt noch einmal eine komplette Runde hier drüber, damit man das noch mal eben bekommt. Und dann ist unsere Kerze soweit fertig gestaltet und wir können uns an die Verpackung machen. Und für die Verpackung möchte ich heute gerne in Aquamarin mit euch arbeiten. Ich finde nämlich, das passt wirklich hervorragend zu der Kerze selber, beziehungsweise zu dem Ausgemalten hier. Und dazu brauchen wir ein Stück in Aquamarin in der Länge 21,5 mal 21 cm. So, jetzt haben wir hier schon die 21,5 cm drin liegen. Das heißt, das möchte ich auch direkt mit euch falzen, weil das die, wenn auch nur geringfügig, aber es ist nun mal die längere Seite. Das heißt, wir falzen das erste Mal bei 5 cm. Dann 10 cm weiter, beziehungsweise 10,5 cm weiter, damit es nicht wieder so spack wird wie bei dem anderen Exemplar. Dann sind wir bei 15,5 cm und die letzte Falz machen wir bei 20,5 cm auf dieser langen Seite.
So, und dann drehe ich mir das Ganze einmal andersherum und fange an zu falzen bei 5 cm, das nächste Mal bei 10 cm, danach wieder bei 15 cm und schlussendlich bei 20 cm. Also nochmal zur Wiederholung. So sieht unser Blatt jetzt aus. Das heißt, wir haben auf der langen Seite gefalzt bei 5 cm, bei 15,5 cm und bei 20,5 cm und auf der kurzen Seite bei 5 cm, bei 10 cm, bei 15 cm und bei den 20 cm. Genau. So, jetzt müssen wir uns aber natürlich überlegen, wo ist vorne, wo ist hinten. Denn wir möchten ja hier diesen Deckel machen zum Einstecken und wir wollen natürlich die Klebelasche hinten haben. In dem Falle habe ich sie hier hinten rechts. So, das heißt, was ich in jedem Falle schon einmal tun kann, ist hier diese lange Klebelasche. Die kann ich mir nach oben und nach unten hin bis zur ersten Falzlinie jeweils einschrägen und rausschneiden, denn die kommt weg. So. Und das machen wir hier auf dieser Seite auch nochmal. Jetzt müssen wir gucken, wo ist vorne, wo ist hinten. Wenn das hier, ne Moment, ich bin ein bisschen vorschnell, entschuldigt bitte. Also als erstes schneide ich mir jetzt hier auch noch mal diese Bodenlaschen ein, bevor ich das Ganze falze. So, denn die brauchen wir ja in jedem Falle. Da kann man auch nicht viel verkehrt machen. Die werden einfach bis zur ersten Falzkreuzung eingeschnitten. So, und jetzt kann ich mir meine Falzlinien einmal nachfalzen. So, jetzt habe ich ja hier diese Falzlinie, also beziehungsweise diese Klebelasche soll wieder nach hier hinten, nach hinten rechts. Das heißt, diese Lasche hier, also die direkt daneben, das wird, oder beziehungsweise ja doch, es ist direkt daneben von dem Stück, wo die Klebelasche rankommt. Die bleibt bestehen, weil das hier unser Einsteckmechanismus wird. Während diese beiden hier stehen bleiben, damit das diese Klappen bilden. Und diese hier vorne, die kann tutti completi weg. Das hat der Kugelschreiber nicht gemalt, aber es ist nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Also, hier vorne, also auf der gegenüberliegenden Seite von der Klebelasche, ja, könnt ihr den Deckel soweit ein bisschen einschrägen. Dann schneiden wir uns hier oben diese 1 cm Einstecklasche auf jeden Fall einmal komplett weg, bis auf diesen ersten Teil, der ja am Ende den Deckel bilden wird. So. Und da das ja vorne sein wird, brauchen wir hier dieses Quadrat natürlich auch nicht. Das heißt, auch das kann raus. So, hier das müssen wir auch noch mal voneinander trennen, damit sich das gleich auch runterklappen lässt. Und das brauchen wir ja nicht im Kompletten. Das heißt, ich schneide mir hier, weiß ich nicht, ein Drittel bis Hälfte, das obliegt wie immer ganz euch, schneide ich mir hier weg und schräge mir die Kanten auch schon mal an, damit sich das gleich besser auffalten lässt. So.
Und damit haben wir zunächst einmal soweit alles zurechtgeschnitten. So sollte euer Teil jetzt gleich aussehen. Ihr müsst immer aufpassen, egal ob die Klebelasche bei euch jetzt rechts oder links ist. Als Hilfe immer mal zusammenhalten, um zu gucken, wo ist die Klebelasche. Denn dann wisst ihr auch, wo ist vorne, was wird hinten werden. Und dann könnt ihr euch Markierungen setzen und das dementsprechend ausschneiden. Gut, also so sieht euer Teil aus, wenn ihr das richtig, wenn ihr das richtig ausgeschnitten habt. Jetzt fehlt uns ja hier auch noch dieses Fensterchen wie hier vorne. Und dafür habe ich mir hier dieses bestickte Rechteck rausgesucht. Und zwar hat das die Maße von, Moment mal, von 4 x 7,5 cm. Und das kurbel ich mir gleich mal durch die Big Shot. Und damit das gleich unfallfrei funktioniert, werde ich mir hier oben diese Laschen einklemmen. Umfalten. Ich weiß gerade nicht, wie man es richtig nennt. Wortfindungsstörung, aber macht nichts, oder? Ich glaube, ihr wisst auch so, was ich meine. So, das heißt, ich lege mir das hier auf und dieses Teil hier, also bei mir ist es jetzt, die Klebelasche ist ja rechts, die erste Säule mit diesen 10,5 cm lassen wir, wie sie ist, ganz unberührt. Und dann gehen wir auf die zweite von rechts und da legen wir das Rechteck an. So, dann kommt hier der Deckel drauf. Und ich hoffe, das ist jetzt noch gerade. So. Okay. Und einmal durch damit. So. Und dann kann die Big Shot nämlich auch wieder weg. Genau. Und dann haben wir jetzt hier schon unser Guckloch. Diese Etikette hier könnt ihr natürlich auch für alles andere nochmal nutzen. Braucht ihr nicht entsorgen. So. Und jetzt möchte ich das Ganze zunächst einmal bestempeln. Und ich nehme mir dafür, wenn ich es jetzt auf Anhieb finde, mein Aquamarin. So, Aquamarin. Und ich habe jetzt hier nochmal gegriffen zu dem Stempelset Winterzweige mit den Schneeflocken. Ich finde die einfach schöner. Aber ihr könnt hier auch die Flocken aus den frostigen Grüßen nehmen, wenn ihr die da habt. Oder andere Schneeflocken. Hauptsache, es sieht ein bisschen winterlich aus. Genau, so, hier kommen meine Schneeflocken und die stempel ich mir einfach mal ringsherum ein bisschen wilder auf. Wenn ihr mögt, könntet ihr jetzt hier natürlich auch die Laschen, die nachher zum Umklappen da sind, mit bestempeln. Mache ich gleich auf jeden Fall auch bei dem Deckel. Na, komm schon. Und der untere Teil hier, der bekommt auch noch was mit. Brauche ich sonst noch was? Oh ja. Hier rund um dieses Sichtfenster. Da soll halt auch ein bisschen Action sein. Genau. So. Das hätten wir. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen von dieser Windradfolie. Und das schneide ich mir gerade auch noch mal zurecht. Da brauche ich jetzt ein Stück in den Maßen 4,5. So, einen kleinen Moment. 4,5 und dann mal 10. Jawohl. So.
dann kann ich mir das hier einkleben. Und dazu nehme ich mir jetzt hier den Tombow. Wenn ihr so ein ganz feines Klebeband habt, könnt ihr das auch mit so einem ganz feinen Klebeband machen. So, okay. Gut, einmal fester andrücken. Perfekt. Nochmal mit dem Falzbein rüber, damit wirklich keinerlei Zweifel aufkommen. Und jetzt können wir uns unsere Box dann auch schon zusammenstecken. Das heißt, ich bringe hier auf die Klebelasche einmal Kleber auf. Klappe mir das mal so ein und lege das hier hinten aufeinander. So. Na, das habe ich hier mal gesaut. So, wenn ihr sauber gearbeitet habt, sollte das hier so bündig wie möglich aufliegen. Hier habe ich jetzt gesaut mit dem Kleber, aber meine Hoffnung ist, dass man es gleich nicht mehr sieht. Dann können wir die Seitenlaschen einklappen. Und ich habe, bin auch ein Dösbaddel, ne? Oh Mann! So, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, oder? Das heißt, ich nehme mir nochmal mein Schmierblatt. Und nochmal mein Stempelkissen und auch nochmal den Stempel, den ich ja ohnehin noch nicht gesäubert habe und mache hier auch nochmal ein bisschen was an Bewegung. Jetzt muss ich mal gerade gucken, finde ich auf Anhieb den Klebemittelradierer? Ich glaube fast nicht. Probiere ich mal mit dem Finger drüber zu schrubbeln, geht auch. Ist nur semi-erfolgreich, aber ja. Okay, also nochmal, wir klappen zunächst einmal die Seitenlaschen ein und kleben die auch schon mal zusammen. Und dann kommt hinten die Lasche von hinten darüber. Und zum Schluss kleben wir erst die vordere Lasche drüber, damit das so einen sauberen Abschluss hat nach vorne hin. Also wenn ihr das dann einfach nochmal hochhebt, um zu gucken, ja nu, was ist denn das genau? Dann habt ihr da einen sauberen Abschluss. Na, also wenn man das so vor Augen hat und man dreht das so rum, dann sieht das hier so aus, wie es aussehen soll. Okay, was uns noch fehlt, was wir aber jetzt noch ohne Probleme nachholen können, ist so eine kleine Hilfe. Um Gottes Willen, hier kommt alles ins Rutschen. Das sage ich immer wieder, aber es ist wirklich so. Nehme ich mir so eine kleine Kreisstanze. Das ist die kleinste, die ich habe, mit 1,6 cm. Und dann hat man hier noch so ein bisschen Hilfe. Und jetzt können wir hier schon unsere Kerze einpacken. Ja, wunderbar. So, und damit haben wir unsere Verpackung ja fast schon fertig. Fast im Sinne von, die ist natürlich noch nicht zu Ende dekoriert. Und für die Deko habe ich hier nochmal so Schneeflocken ausgestanzt. Und die großen sind mir schon fast zu groß hier. Ich glaube, dann nehme ich nur so zwei kleine. Ja, das sieht doch süß aus. Genau. Und die klebe ich mir jetzt hier noch fest.
Hier unten kommt auch noch mal eine hin. Das ist übrigens die kleinste Schneeflocke aus so viele Flocken, ne? Und hier kommt auch noch mal. Und dann kommt hier noch Bling Bling drauf. Ich überlege. Was halt ganz schick aussehen würde. Ist jetzt hier noch mal was. Oh, oh je. Von den facettierten Glitzersteinen. Und dann nehme ich das hier wieder zurückgeklebt habe. Ein weißes oder ein durchsichtiges. Das muss ich mir gerade anschauen. Und dann nehme ich so ein durchsichtiges und klebe mir das hier in die Mitte. Das machen wir hier oben auch noch mal. So. Dann haben wir hier noch mal ein bisschen Bling Bling. Und ich mag ja Schleifen so sehr gerne. Das heißt, ich nehme mir hier auch noch mal was von dem feinen Geschenkband. Und dann mache ich mir eine Schleife. Mir falsch rumgedreht hier. Oh, so. Okay, ein Schleifchen. Merkt er, ne? Heute bin ich wieder sehr kompliziert unterwegs. So. Dich brauchen wir nicht so groß, dich brauchen wir auch nicht so groß. So, sieht doch schon besser aus. Das Band hier hängt da jetzt ein bisschen dumm herum. So, das ziehen wir uns hier noch mal auf Spur. Hier strengen wir uns auch noch mal an. Genau. Und damit hätten wir unsere Geschenkidee mit Kerze und dazugehöriger Box. Mache ich mal gerade ein bisschen Platz zumindest. Schieb mal alles schön an die Seite. So. Und dann hätten wir hier nämlich unsere Kerze. Hier, das seht ihr, ne, das geht immer wieder auf, wenn es liegt. Aber wenn es steht, ist das überhaupt kein Problem. Und ja, das war meine Idee für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, was ihr machen möchtet. Was ich halt auch ganz süß finde für so Kerzen, das sind hier die Wichtel. Und da hatte ich auch schon hier rumprobiert. Schaut mal, das ist zum Beispiel mit den Wichteln. Die finde ich auch richtig, richtig niedlich. Ne? Also man kann eine Menge daraus machen und Menschen, die Kerzen mögen, freuen sich mit Sicherheit über so eine kleine Geschenkidee. Es ist relativ schnell gemacht. Ihr braucht gar nicht so wahnsinnig viel dafür. Manchmal reichen auch schon Abfälle, Reste, wie auch immer. Was ihr natürlich braucht, ist eine Kerze, aber gerade im Winter finde ich, ist das super, super, super schön und romantisch. Und ich denke, davon hat jeder von uns genug zu Hause.
Ja, das ist meine Idee in Sachen Kerzen mit passender Box. Wenn ihr wollt, ihr Lieben, sehen wir uns schon morgen wieder und denkt daran, morgen ist dann auch, lass mich mal gerade gucken, wo sind wir denn jetzt heute? Ich weiß wieder nicht mehr, wo bin ich denn jetzt? Moment mal. So, heute. Oh Gott. Oh Gott, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich weiß im Moment wirklich nicht, welcher Tag heute ist, aber wir sind ja jetzt hier bei Türchen 21. Das heißt, morgen gibt es dann ja auch schon die Auslosung. Und ich hoffe, ihr habt alle zahlreich mitgemacht. Bis um 20 Uhr heute Abend ist das Ganze noch möglich, daran teilzunehmen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder zur Gewinnspielauslosung. Bis dahin. Tschüss.